Ich kriege Erfahrung, wenn Schafe Liebe machen. Das verwirrt mich. Man kriegt inzwischen für alles Erfahrung in dem Spiel. Ja? Abbauen und auch eher Rohstoffe einschmelzen und so bringt ja auch Erfahrung. Das ist, finde ich eigentlich ganz cool. Ich bin ja gespannt auf das 1.9er Update. Weiß nicht, ob du da ist mal eine Spinne. Die sind tagsüber auch nicht gefährlich. Es sei denn, man greift sie an. Ja, weiß nicht, ob du das da irgendwie halbwegs so verfolgst. Das nächste Update, das 1.9er, das ist so das Kampf-Update. Da wird das Kampfsystem erweitert in Minecraft. Und ja, da bin ich mal gespannt, was sie sich da so einfallen lassen. Also beziehungsweise ein paar Sachen gelesen, dass es dann... Ja, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht mehr so genau wie und was. Ja, ich habe gerade versucht zu überlegen, aber ich komme jetzt auch nicht mehr so richtig... Versucht zu überlegen. Ja, du weißt ja, dass das nicht so einfach ist, wie sich das anhört mit dem Überlegen. Sein Bemühen war zu spüren. Ja. Nee, auf jeden Fall soll sich dann an der Stelle halt einiges tun. Und bin ich mal gespannt, wie das dann ist. Dass die Kämpfe halt auch taktisch irgendwie anspruchsvoll werden und solche Sachen. Noch anspruchsvoller taktisch. Ja, und dann kann ich zumindest wahrscheinlich gar nicht mehr spielen. Bist du wohl nicht so der Stratege des Krieges. Oh, ich kann doch jetzt nicht mit einem anderen Fenster hier anfangen. Ich muss mal einen Baum fällen. Steht hier irgendwo einer? Eine normale Eiche. Deutsche Eiche. Minecraftsche Eiche. Eine Eiche. Hallo Eiche. Da fallen mir schon wieder böse Witze ein. Hier gibt's keine Eichen. Schweinerei. Muss ich mal zu unserer kleinen Farm. Wo hast du den Hühnerstall hingebaut? Hast du den hinten bei der Scheune? Nee, beim Schweinestall. Ja, dann renne ich da jetzt einfach mal hin und schaue mir das dann auch mal an. Und fäll da hinten mal eine Eiche raus. Weil dann kann ich den restlichen Zaun auch noch bauen, den wir brauchen. Es wäre vielleicht gescheit, wenn wir hier noch zumachen, ne? Wo? Hier. Wo bist du? Ich stehe hier neben dir quasi. Das eine abgesenkte Stück ist auf der Seite wahrscheinlich cooler vom Zaun. Hier. Genau, wo du davor stehst. Ich habe aber nur Dreck. Ja, ich besorge ja gerade die Ressourcen für mehr. Dreck. Nein. Bäume. Nein. Zäune. Verwirre mich nicht. Und ja, schauen wir mal. Machen wir das dazu. Und eine Axt habe ich auch noch. Das ist ja formidabel, ist das ja. Also eine Iron Pickaxe könnte ich dir auch noch abgeben. Nee, so eine Holzfäller-Axt. Ich muss ja 2-3 Eichen mal fällen, weil Zaun gibt es ja auch in unterschiedlichen Texturen quasi. Ne? Wenn ich jetzt hier mit Birkenholz rangehe, dann sieht es anders aus als mit dem, als die restlichen, die da stehen. So ein Geschwürbaum, den lasse ich stehen. So. Soll ich mal, brauchen wir Sand oder so? Nee, bestimmt nicht. Weiß nicht, wahrscheinlich nicht so. Anders. Also das Experiment Goldschwert ist ja mäßiges Ergebnis. Es macht viel Schaden, aber es geht halt echt, echt schnell kaputt. Wie viel Schaden macht's denn? So ein Skelett in 2 Hits. Ist das jetzt kaputt, oder? Nicht ganz. Na, wenn du auf E gehst in dein Inventar, dann mit der Maus drauf gehst, siehst du die Attack Damage. Wird mit plus 4. Oh, das Eisenschwert macht plus 6. Was? Ja. So viel zu dem Thema. Attack Damage, dort ist auch wahr. Würde ich sagen, ist das andere vielleicht sogar noch besser, ja? Aber es sieht cooler aus. Das ist natürlich unstrittig, ja. Sag mal, wie behindert bin ich eigentlich? Auf einer Skala von 1 bis 10 eine glatte 11. Ja, so in etwa kommt es mir auch vor. Meine Güte, ich kann dieses Spiel heute nicht bedienen. Hallo, Huhn, du magst es. Huhn. Ah, jetzt sehe ich es erst, das ist hier erweitert worden. Ja. Die Hühner mögen das jetzt nicht mehr. Dummes Scheißding. Was mögen sie nicht mehr? Den Weed mochte das eine jetzt gerade nicht mehr. Ja, man kann die nur, also die brauchen so ein bisschen Zeit quasi zwischen den einzelnen Einsätzen. Nee, es mochte mir nicht mehr folgen. Meiner Pilgerschaft. Huhn.
Jetzt guckt's nur. Hallo, ihr spielt die Musik. Hat's mir hinterher genurrt, ja? Ja. Naja, es weiß halt, was gut Hallo. Ist. Folge mir. Folge ja. mich. So. Stirbt's halt. Wir haben da so einen unregelmäßigen Abstand jetzt drin. Aber ist egal. Ja, das war ich mit den Fackeln. Ja, ich glaube, es geht gerade auch nicht besser. So wie ich das gebaut habe. So, dann bauen wir mal. Zack. Hier weiter. Kannst du weiter fackeln hier, wenn du magst, dann? Nicht lange fackeln. Nisch. Nische. Alter, ich bin so ein Held. Jetzt liegt Zaun auf dem Feld, ist auch schon egal. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So. Sehr schön. Jetzt kann man hier auf das Feld von hier drauf, das gefällt mir. Und das ist ein bisschen abgesperrt, das können nicht mehr die Viecher einfach drauflaufen. Und an die Wartungsluken mache ich Trapdoors. Trap, Trap, Trapdoor. Trapdoor? Genau die. Guck mal, baut man sogar zwei mit einmal, das ist sehr gut. Ah, ich finde es schön, dass wir hier noch so hinlaufen können. Muss ich da jetzt was hinbauen, damit es geht? Wahrscheinlich die oberste Leiter weg? Nee. Sag mal, was tue ich eigentlich? Meine Güte, ich bin heute ultra verwirrt. Ich glaube, so geht das. Genau. Ja, ganz toll. Kann ich es an den Zaun bauen quasi? Auch nicht. Okay, dann machen wir die Eckdinger weg. Und setzen in die Ecke, setzen wir Cobblestone. Nicht schön, aber... funktional. Genau, dann können wir da nämlich eine Trapdoor ansetzen. So. Ja, kann man sogar stehen lassen. Oh, da ist sogar schon einer reif. Ja, aber wegen einem schalten wir jetzt nicht ein, hoffe ich. Doch. Nee, machen wir nicht. Ja, du musst es dann wieder anpflanzen, dann ist mir das eigentlich fast... Hä? Die Wartungstür liegt hier nicht an derselben Stelle wie auf der anderen Seite. Sollten wir vielleicht noch... wir haben Wasser im Keller. Es tropft, meinst du, ja? Mhm. Ja, das macht ja nichts. Wenn es ein bisschen tropft, ist das völlig okay. Das zeigt nur an, dass quasi an der... an dem Block oben drüber Wasser ist. Ja, ja, ja. Und, naja. Ah, so schön, ja, das Feld. Ist ja mal drin. Hast du jetzt die Fackeln alle einfach weggemacht? Ach nee, hier waren noch nie welche. Da waren noch nie welche. Ich würde auch nicht einfach irgendetwas unüberlegt wegmachen. Sag mal, was denkst du von mir? Das kannst du jetzt selber dran ausmalen. Schreibt's in die Kommentare. So, sehr schön. Also jetzt inzwischen muss ich sagen, gefällt mir das Feld. Ja, taugt. Taugt? Taugt? Gut. Nee. So, jetzt wird es auch schon wieder dunkel. Was wollen wir als nächstes tun? Vielleicht diese langweilige Nummer der reinen Rohstoffbeschaffung. Meinst du noch langweiliger? Hier fehlt was. Sag mal, ich hab doch nicht was? Die Schaufel genommen jetzt. So. Ich hab grad was eingepflanzt. Oh, hier unten die Karotten in deutscher Reihe- und Gliedordnung. Okay. Ach ja, doch, das gefällt mir. Ich finde, man kann das echt so hier durchaus vorzeigen, wie das aussieht. Ich bin mal gespannt, wie viel, könnte man sich eigentlich ausrechnen, wie viel es abwirft dann. 4 mal 7 mal 4 plus 5 mal 4 mal 2. Also viel. So in etwa. Komm, wir gehen lieber rein, bevor sie uns abschlachten hier draußen. Alter, wie viel Stuff. Ich setze jetzt einfach mal random Fackeln. So. Oder wir könnten in die Höhle, wo du letztes Mal nicht hin wolltest. Könnten nochmal in der Höhle, meinst du? Ja, ich weiß ja nicht. Also wir könnten wenigstens mal... Das war ja eigentlich nicht weit. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht, welche du meinst.
Da, wo dich der Enderman davor umgebracht hat. Ha, das erklärt's auch nicht näher. Das grenzt es nur marginal ein, sagen wir es mal so. Ich möchte mal aufs Dach. Oh, das Feld. Illuminiert. Schön, oder? Der Hühnerstall sieht von hier oben ein bisschen traurig aus. Weil? Weil die Hühner nicht so sieht wie die. Bisschen wenig Hühner, ja, gebe ich dir recht. Oh. Ja. So. Und jetzt? Ja. Wie gesagt, die eine Höhle, von der ich sprach. Jetzt habe ich gedacht, da ist ein Enderman, aber das ist nur ein. Schau, welchen Level hast denn du gerade? 25. Haben wir einen Obsidian schon? Nee, ne? Wir haben uns noch nie eine Diamantspitzhacke gemacht. Weil wir bis jetzt. Wir haben, glaube ich, bloß 2 Diamant oder so. Nee, 5 haben wir, glaube ich. Echt? Ja. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir einen Verzauberungstisch bauen und mal die Level safen, die zumindest du hast, indem wir noch ein paar Sachen verzaubern. Aber okay. Dazu bräuchten wir erstmal einen Obsidian. Da wurde es im Kieswunderland. Da war doch stehende Lava. Ja, stehende Lava haben wir auch hier in der Höhle direkt drin. Müsste man eine Diamantspitzhacke springen lassen, wo ich mir gerade gar nicht mehr hundertprozentig sicher bin, ob man Obsidian braucht für den Tisch. Ich guck mal ganz kurz, ich bin mal so frei und schau hier mal auf so einer Internetseite. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Internets. So, da kann man so einen Tisch bauen, genau. Ich sehe den Tisch hier. Fragt sich nur, ob. Datei Zaubertisch. Da ist er. Zaubertisch. Und ja, man braucht 4 Obsidian. Ich habe das richtig im Kopf. 4 Obsidian und 2 Diamanten. Das heißt, wir hätten exakt genügend Diamanten, um einen Verzauberungstisch und eine Diamantspitzhacke, um das Obsidian abzubauen, zu besorgen. Das wäre famos. Und was braucht man noch? Ein Buch. Ein Buch kriegen wir auch hin. Und wo soll man das herkriegen? Ein Buch macht man aus Leder und Papier. Aber Leder haben wir, Papier noch nicht. Ja, Papier kann man machen, da hinten wächst ein bisschen Zuckerrohr. Also wollen wir das machen? Ja. Na, bevor ich auch noch mal irgendwann sterb. You may not rest now, der Monster ist nearby. Na komm, die Mission ruft. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt und dann hat sich alles erledigt. Okay, wir wollten uns Rüstungen bauen. Okay, das ist nur ein Zombie, der ist harmlos. So. Ich gehe mal runter zu unserer Scheune. Wir sollten den Weg hier auch mal erleuchten. Wir haben ja so einen schönen Weg gebaut, dass man an dem entlang hier auch gut laufen kann. Und nicht sofort von irgendwelchen Gedöns belästigt wird. So, lass mich da reingucken. Ja, wir haben 5 Diamanten. Das haut also genau hin. Kriegst du einen kleinen? Ja, nee, dein Schwert ist mein Schwert. So, ich hab ihn tot gehauen. Glaub's oder nicht? Ich hab ihn getötet. Ich! Gleich kommt von hinten ein Creeper. Nee. Das würde jetzt mal richtig wehtun. Warum? Na, Farm weg. Ach so, naja, halb so wild. Wir sind's doch gewöhnt. Ja. Und wir müssen ja nicht weit gehen, um Obsidian zu machen. Ich habe irgendwie. Ich habe Angst, die Diamantspitzhacke zu machen. Besonders wenn ich die dann trage, habe ich Angst. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Ja, sage ich doch. Das verstehe ich. 3. So. Ich habe sie. Ich lege mal kurz ein paar Sachen weg. So, irgendwo hat man schon eine Holzkiste mit Holzsachen. Ne? Da hau ich mal das da rein und das da rein. Halt mir mal den Rücken frei, dass ich irgendwie nicht angegriffen wäre. Die Wolle hau ich da rein. Sagt er und steht am. Steht nebendran. So, das Zeug hauen wir mal weg. Das kommt damit rein. So, gut, der Rest passt dann erstmal. Gut,
Dann mache ich mir einen Wassereimer wieder voll. Dazu gehe ich mal kurz ans Wasser.